herzlich willkommen zu Pound Attack und zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir erklären, wie du es wirklich endgültig schaffst, alte Gewohnheiten abzulegen und durch neue, bessere Gewohnheiten zu ersetzen, damit du deine Ziele erreichst. Bevor wir loslegen, möchte ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und hier oben findest du die Glocke. Klick da unbedingt drauf, denn dann bekommst du immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Außerdem habe ich 90 völlig kostenlose Rezepte für dich zusammengestellt. Den Link dazu habe ich dir hier unten in die Videobeschreibung gepackt. Klick da einfach drauf und dann kannst du wählen zwischen Low Carb oder vegetarisch und vegan und die Rezepte dir einfach zuschicken lassen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Du kannst so viel Wissen haben, wie du möchtest. Du kannst genau wissen, wie du dich ernähren solltest. Du kannst genau wissen, wie du trainieren solltest. Aber das alles bringt dir absolut nichts, wenn du es nicht schaffst, umzusetzen. Ich habe mich lange Zeit immer gefragt, was ist denn eigentlich so schwierig daran, abzunehmen und fit zu werden? Wieso schaffen das so viele Leute nicht? Es ist doch ganz einfach, sich gesund zu ernähren, Sport zu machen und sich in seinem Körper oder in ihrem Körper wohlzufühlen. Warum haben so viele Leute damit Probleme? Und irgendwann ist mir dann klar geworden, es liegt schlicht und einfach an unseren Gewohnheiten. Wenn wir uns negative Gewohnheiten angeeignet haben, und jeder hat die, egal in welcher Form, wir haben alle irgendwelche Gewohnheiten, von denen wir genau wissen, wir sollten sie besser lassen oder durch bessere ersetzen. Und trotzdem schaffen wir es nicht, sie loszuwerden. Ich habe mich mit diesem Thema in der letzten Zeit ganz extrem beschäftigt, weil ich gemerkt habe, Fitness, ein schlanker, gesunder Körper, in dem du dich wohlfühlst, ist nicht wirklich so viel physisch, als viel mehr in deinem Kopf. Ja? Es kommt wirklich auf dein Mindset an, auf deine innere Einstellung. Und du kannst noch so sehr versuchen, dir eine neue Gewohnheit anzueignen, wenn du gegen dich kämpfst, wenn du versuchst, das mit Gewalt durchzuprügeln, dann wird es in den meisten Fällen, es gibt Leute, die schaffen das, aber in den meisten Fällen geht es schief. Ja? Du schaffst das mit eiserner Disziplin und fester Willenskraft, vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate. Und Experten sagen ja auch, dass es um die 30 Tage dauert, bis eine neue Gewohnheit sich etabliert hat. Meine Erfahrung zeigt aber, selbst nach den 30 Tagen fallen die Leute oft noch in alte Gewohnheiten zurück. Warum? Weil es so viel bequemer ist, weil es so viel einfacher ist, weil man keinen Aufwand dafür betreiben muss, weil es was ist, was man kennt und eben, wie der Name schon sagt, gewohnt ist. Wenn du deine Ziele erreichen willst, ja, angenommen, du möchtest abnehmen, du möchtest einen fitten, schlanken, gesunden Körper haben, in dem du dich wohlfühlst, dann weißt du meistens ziemlich genau, was du dafür machen müsstest. Tust es vielleicht auch eine Zeit lang, um es dann wieder sein zu lassen. Ja, das ist so ein Teufelskreislauf. Und deshalb möchte ich dir heute meinen absoluten Nummer 1 Tipp geben. Das ist der einzige Tipp, den du jemals brauchen wirst. Und dann verspreche ich dir, um Gewohnheiten zu ändern. Und zwar ist das, lass mich dir eine kleine Geschichte erzählen. Stell dir mal vor, es gibt zwei Leute. Die eine heißt Johanna und den anderen nennen wir Thomas. Die Johanna und der Thomas rauchen, ja, sind beide starke Kettenraucher, wissen beide, dass sie aufhören sollten und haben es bis jetzt nicht geschafft. Jetzt haben sie, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll und wollen es nochmal probieren. Die Johanna hat Anfang des Jahres aufgehört zu rauchen und quält sich seitdem. Ja? Jeder, der neben ihr raucht, alles riecht danach, sie hat ein Riesenverlangen danach. Wenn sie auf einer Party ist, dann fragen sie die Leute oder wird sie gefragt, möchtest du, kriegst du eine Zigarette angeboten und sie sagt, ah nee, lass mal, danke, ich versuche aufzuhören, ich bin gerade dabei aufzuhören, danke. Okay, das ist die Johanna. Was meinst du, was mit der Johanna passiert? Sie schafft das ein paar Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger und dann in einem schwachen Moment, wo es ihr nicht gut geht, wo sie sich vielleicht mit ihrem Mann gestritten hat, greift sie wieder zur Zigarette und ist genauso in dieser Sucht drin, wie sie vorher war. Jetzt kommen wir zum Thomas. Auch der Thomas raucht sehr viel und möchte unbedingt aufhören. Auch er ist auf derselben Party, er kriegt dieselbe Zigarette angeboten und Thomas' Antwort ist nicht wie die von der Johanna, dass sie sagt, nee, lass, ich versuche gerade aufzuhören, sondern Thomas sagt mit völliger Überzeugung, nein, danke, ich bin Nichtraucher. Was ist der Unterschied? Auf dieser Party haben beide erstmal die Zigarette abgelehnt. Der Unterschied ist im Kopf und das ist ganz wichtig. Johanna sieht sich als eine Raucherin, die
alles versucht, um endlich aufzuhören. Sie sieht sich als Raucherin, die unbedingt aufhören möchte. Thomas hingegen hat seine Identität schon geändert. Er sieht sich mittlerweile als Nichtraucher. Und das ist der entscheidende Unterschied. Es ist wirklich das, wie du dich selber wahrnimmst. Also das Geheimnis ist deine Identität. Das Geheimnis ist deine Selbstwahrnehmung. Wenn du dich, hier geht es ja eigentlich nicht ums Rauchen, sondern ums Abnehmen und Ernährung und Fitness, also um das ganze Beispiel auf uns zu übertragen. Wenn du dich als jemanden siehst, der eigentlich speckig, dick und unsportlich ist, jetzt aber halt versucht, jeden Tag mal ein bisschen zu trainieren, wird es sehr schwer für dich, das umzusetzen. Wenn du aber den Shift machst, ja, den Wechsel dahin, dass du sagst, du siehst dich als eine fitte, sportliche Person und jetzt ist es viel einfacher für dich, dich gesund zu ernähren und täglich oder wie oft auch immer pro Woche zu trainieren. Also, es ist absolut lobenswert, wenn du ein Ziel hast, wenn du motiviert bist. Aber du wirst dein Ziel nur erreichen, wenn du in deinem Kopf, in deiner Visualisierung, in deiner Vorstellung es schaffst, deine Identität zu ändern. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, das ist ja schön und gut, Carla, hört sich alles super einfach an. Aber wie mache ich das denn? Weil wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mich ja als dick und unsportlich. Wenn ich mir jetzt sage, ich bin sportlich, das glaube ich mir ja gar nicht. Das stimmt. Am Anfang kostet das Überwindung. Ja? Am Anfang hast du immer noch das Bild von dir, was du dir über Jahre angeeignet hast. Dir selber von der Gesellschaft, von Freunden, Familie aufgedrückt bekommen hast. Aber du hast immer die Wahl. Du kannst immer entscheiden, wer du sein möchtest. Das schreibt dir niemand vor. Niemand kann dir sagen, wie du dich zu fühlen hast. Und wenn du dich entscheidest dazu, dass du jetzt Nichtraucher bist, dass du jetzt fit und schlank und sportlich bist, das kann dir niemand nehmen, diese Entscheidung. Und wenn du es schaffst, in deiner Vorstellung dich als diese Person zu sehen, die du übrigens schon bist, du hast nur jede Menge Schichten oben drüber, ja? Wenn du das schaffst, dich als diese Person zu sehen, dann wird es sehr viel leichter, diese Schichten abzublättern und über Zeit und über einen Weg genau dorthin zu kommen. Und das ist extrem motivierend, weil du wirst merken, dass die ganze Last von dir abfällt, dass es sehr viel leichter ist. Du entscheidest zuerst, wer du sein willst und was du bist und der Rest folgt. Und das ist der größte Fehler, den die meisten Menschen machen. Sie versuchen, auf die alte Identität, das alte Selbstbild, neue Gewohnheiten aufzupressen. Und das funktioniert nicht. Jemand, der sich selber als Raucher sieht, dem fällt es extrem schwer, Zigaretten abzulehnen. Jemand, der sich selbst als dick und unattraktiv und unsportlich sieht, dem wird es sehr schwer fallen, auf die Cola zu verzichten und jeden Tag Sport zu machen. Aber jemand, der sich bereits als Nichtraucher akzeptiert hat, als Nichtraucher gewählt hat, dem fällt es leichter, Nein zu sagen zur Zigarette. Und jemand, der sich als fit, schlank und sportlich sieht und diese Identität bewusst gewählt hat, dem fällt es leicht, sich gesund zu ernähren und mehr Sport zu machen. Ich hoffe, dieses Video macht Sinn für dich. Mir liegt es sehr am Herzen, denn das ist wirklich das Geheimnis und der Schlüssel zu deinem Erfolg. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick doch bitte auf Gefällt mir. Ich freue mich mega über Kommentare. Hinterlass mir hier einen unter dem Video. Und wir sehen uns schon ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.